Jetzt wird erstmal Guten Morgen Kaffee und Guten Morgen Kaffee gegönnt. Was sehen wir hier? David sein Apfelsaft. Davids Apfelsaft und der volle Pringles noch. Ja, scheiße. Oh, mein Apfelsaft, was macht der hier? Ja, du hast gestern die ganze Nacht Apfelsaft gesucht und aufgeregt, aber in Wirklichkeit liegt er schon die ganze, Nacht hier. Mitgenommen. Oh. Oh, nein, nicht. Schade. Ich bin schon an mir. Aha. Auf einmal kein Star Wars Cringe mehr. Guten Albert. Gute Anime. Ja, lecker, lecker. Heute gibt's lecker Kuchen. Also, ukrainische Zupfkuchen gemacht. Ukrainische Zupfkuchen wegen Solidarität. Genau. Heißt eigentlich russische, aber wir sind ja nicht für den Feind. Wir sind ja alle deutsche Staatsbürger. Du bist kein richtiger Russ. Was? Doch, ich bin Russ. Ja, die größte Schüssel geben soll. Halt die Schüssel doch fest. Ja, die Butter, Alter! Scheiß Kochen! Funktioniert ja gar nicht! Voll Krise! Voll Krise! Ich stopp! Jürgen! Nein! Das funktioniert gar nicht! Lecker mit Zusatzbutter! Das funktioniert gar nicht, ne? Das sollte ein Teig werden. Das ist ein Teig? Das ist gar kein Teig. Da fehlt da noch was. Albert, du machst was falsch. Ist noch ein Schuss? Oh nein! Komm mal, volle Rolle. Oh nein! Oh oh. Jetzt zeig ich. Die arme Butter! Oh, ich werde die ganze Küche gleich mal versorgt. Albert, ich hab was los, weil ich das nachschauen. Ein Rezept. Was sagt ihr Rezept? Oh, wir backen Backkakao. Backkakao. Das sieht bestimmt ganz anders aus. Ich muss langsam machen. Ja. Keine Ahnung, was willst du machen? Was willst du machen? Backform. 30 Sekunden. Was ist das für die Beats? Oh, jetzt wird die gute Backform eingefettet. Klar, logisch. Echt klasse, David. Ja, danke, danke. Ja, sicher, ey. Ja, mach hier am besten. Aber, für die Protein. Junge. Für Protein geht es an die Füllung. Das ist für alle, wenn du trainierst, ist sowas wichtig, aber nicht für russische Zupfkuchen. Ukrainische. Okay. Ja, doch, das kommt echt in Zupfkuchen. Was ist das? Was ist das? Ukrainische Zupfkuchen. Magerquark. Speisequark. Das ist für den Teig. Das ist für die Füllung, für unsere Füllung. 500 G. Oh, was kommt denn da Feines? Gute Butter, ja, volle, so eine Kalorienbombe. Egal, GD. Jawoll, schöne Kuss. Oleg, Oleg! Oleg, das schiebt aber ganz anders. Das ist ganz anders, der Turbo-Modus! So, der Teig ist fertig. Lecker, lecker. Füllung meinst du? Das ist die Füllung, ja. Füllung und Teig. Schauen, wie es schmeckt. Füllung vom Teig. Sie haben ihn gut. Boah, voll lecker. Lecker, lecker. Ich mal. Zucker, Zucker, Butter. Lecker, lecker. Das ist echt lecker. Lecker, lecker. Der Kuchen ist im Ofen. Ja, jetzt eine Stunde bis ca. 20.53 Uhr und dann gibt's ukrainische Zapfkuchen. Du musst noch eine halbe Stunde ruhen lassen am Fenster. Ja, scheiße, dann musst du noch rauskühlen. Ja. Also ca. halb zehn fast. Jetzt zeig mal, wie sieht der jetzt eigentlich aus? Wie sieht so aus? Leid anmachen hier, ja, aber so sieht er aus. Logisch. Also noch sieht er so aus. Ja, noch sieht er noch besser aus und schmeckt auch besser. Ja klar, hör mal auf. Okay. Ja gut, wir haben gerade noch gechillt, aber hier ist halt ein riesen Saustall. Schlimmste Leute, man muss immer den ganzen Scheiß, nachdem man gekocht hat, sauber machen. Wer will das schon machen? Ey? Und wenn du keine Spülmaschine hast, musst du alles per Hand sauber machen. Aber wie soll ich per Hand sauber machen? Deswegen muss ich dann machen. Ich chill erst, weil ich mache gar nichts. Jetzt hier. Okay, der braucht noch. Wir brauchen noch voll lange, Alter. Ich hab voll Hunger. Oh nein, der ist jetzt 20 Minuten drin von der Stunde. Ja, aber lass mal noch zu. Diese Trolls, naja, die verstehen wir mal nicht richtig. Also, Obacht, ach ja, jetzt überzeuge dich von der Art. Ja, logisch. Ja, klar, wunderbar.
Nein, die Box ist leer, David. Ist klar, wir haben stell mal bitte die Verbindung her. Hey David, schimmer. David. David. Bitte sehr. Alle gesucht was. Erstmal hinlaufen. Oder Krise. Ja, du warst gerade beim Arzt. Was ist passiert? Ja, die vermuten hier Wirbelsäule. Erstmal also deine sensiblen Daten. Ich habe sehen, du Arschloch. Also ich habe einen schlechten im rechten Lungenflügel. Er meint, ich soll mir hier Tabletten reinpfeifen. Er vermutet, es kommt von der Wirbelsäule oder könnte eine bakterielle Infektion sein, hat er gesagt. Oh, okay. Gar nicht gut. Und ja, also mal schauen, ob es jetzt besser wird. Wäre nicht schlecht. Wenn es nicht besser wird, dann gehe ich zum Hausarzt, zum Dr. Holiday. Achso, ja, Dr. Holiday, okay. Ich dachte, du sagst jetzt weitere sensible Daten. Nein, reicht schon. Ja, es ist jetzt 22.30 Uhr. Was haben Bock, wir jetzt vor? Ich hab die Abonnenten vor meiner Haustür stehen. Was haben wir jetzt vor? 22.30 Uhr? Laufen ist einfach mal zu den Andras. Ja, okay, ich muss. Das ist ja eh in Richtung mein Home. Ich fahre dann nachher. Nee, ich fahre schwarz. Stimmt. Ich fahre schwarz natürlich. Das ist eine Pause. David warte gerade hier entspannt am Bus. Kleiner